location. One has the best view of the cathedral from here. Mesmerizing, wouldn't you say? An impeccable manifestation of the God Emperor Sublimity. So, und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Nacht, zu einer neuen Runde oder zur ersten richtigen Folge von Warhammer 40.000 Rogue Trader. Willkommen an Bord des Schiffes. Es scheint ja nicht unser Schiff zu sein. Oh Gott. Kurz schrecken. Ey, Moment. So, wir haben da ein Tutorial. Das lassen wir mal an. Das da sind wir. Das da auch. Das da ist Gunrad Voigtwier. Das ist er da. Dialoge im Spiel, wenn sie vorkommen, Englisch. Text, Deutsch. Ich versuche zu lesen. Ihr wisst, selbst lesen ist nicht meine Stärke. Aber ich zwinge es mir jetzt auf. Das brauche ich jetzt nicht vorlesen, weil er hat es auf Englisch vorgelesen. Ich hoffe, ihr habt mitgelesen, ne? So. Du befindest dich in meinem Dialog. Hier kannst du mehr über die aktuellen Ereignisse. Okay, verstanden. So. Also. Man hat von hier aus. Es ist wirklich. Man hat von hier aus. Kann ich irgendwas machen? BASD? Nee, kann ich nicht. Also, wir befinden uns an Bord des Schiffes. Wie gesagt, auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn es aussieht wie eine riesige Kathedrale. Das ist das Schiff. So. In der Tat ein ehrfürchtiger Anblick. Ehrfürcht gebietender Anblick. Ehrlich gesagt, so ein Exzess kann bisweilen auch ermüdend wirken. Hm? So viel prahlerischer Luxus. Okay. Kennen wir uns überhaupt? Genau. Wer bist du eigentlich? Allow me to introduce myself. Conrad Voigtwier, Master of Whispers. In the employ of her ladyship rogue trader Theodora von Valencius. At your service. I haven't had the pleasure of speaking with you in person before. Aha, also. Er ist der Meister des Geflüsters. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, das habe ich mal in irgendeinem Buch gelesen. Welchem? Ich überlege. Runenprophet? War es im Runenprophetenbuch? Das einzige Freihändlerbuch. Der Roman von Warhammer 40.000. Ist im Prinzip jemand, sowas wie ein Spitzel, könnte man sagen. Also der im Prinzip die internen Gerüchte der Besatzung des Schiffes und aller, die sich auf dem Schiff bewegen, auffängt und sie an, in dem Falle, ihre Ladyschaft Theodora von Valencius trägt. Damit die gute Frau weiß, was an Bord ihres Schiffes passiert ist. Mit anständig an Bord ihres Schiffes. Auszeige bei vorgehoben. Das wissen wir schon. Wenn ich erst hier raufgehe, was ein Freihändler ist. Ein Freihändler ist ein imperialer Untertan mit einem einzigartigen erblichen Titel. Diesen Brief, diesen Freihändlerbrief. Er hat die Aufgabe, noch unerforschte Regionen der Galaxie zum Wohle der Menschheit zu erkunden, auszubeuten, kontrollieren, zu versklaven und zu führen. Also im Prinzip alles auf einmal. Mein Name ist Wilburg. Kommandeur Wilburg van Mirnat, Lord Captain der Drusus Blessing. Das ist unser Name? Mit Rang? Na gut, er hat sich ja auch mit Name und Rang vorgestellt. Dann wäre das eigentlich nur geziemlich, wenn man das gleiche tut. Und zwar ganz genauso. My regards, Lord Captain. Though perhaps I should refrain from addressing you thus well. Aboard this vessel. With all due respect, Commodore. Ja, okay. Wir sind also an Bord ihres Schiffes, nicht unseres Schiffes. Aber warum haben wir denn ein Schiff? Aber nee, es ist egal. I will be frank with you. You may forget your past titles, no matter who gave them to you, or what their origins are. From the moment you and the other candidate were brought aboard this void ship, your fate changed. You now serve Lord Captain Theodora von Valencius, and carry the burden of an heir of this house.
henceforth, you share your dynastic name with her ladyship. Bear it with honor. Okay, also wir sind Erben ihrer Dynastie, dieser Dynastie, ihrer Dynastie. Unser Bord ihres Schiffes. Voidship ist der Begriff für Raumschiffe. Heißt halt so. Ja. Okay, wir sind also, okay. Und warum bin ich, also, Moment. Aber müsste ich sie dann nicht kennen, wenn ich ihr Erbe bin? Findest du mich lustig, wie die kleine Brücke hüpft und mich zu sagen, da unten nicht, doch weiß, da unten nicht, doch weiß. Nein, 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 runterscrollen, ja. Aber hochscrollen nicht, guck mal. Hochscrollen soll ich nicht. Warum bin ich an Bord dieses Schiffes? Weshalb wurde ich hergebracht? Okay. Ihr führt einen merkwürdigen Titel. Meistens das Gefühl, dass welche Aufgaben habt ihr? Naja, der ist halt der Spitzel. So, ich weiß es ja. Warum weißt du das denn nicht? Du bist doch auch ein Lord Cap. Hä? Okay. Ah, nee. Gut, ich weiß es. Andere Spieler wissen es nicht. Draki, böser Junge. Nicht jeder weiß, dass Warhammer 40.000 ist. Ernehmen wir von der Person auf, deren Schiff ich bin? Ich mach mal das da als erstes. To put it plainly, I am the head of the network of spies and informers who serve the interests of House von Valencius. I uncover weaklings both among Lady Theodora's retinue and in the ranks of her rivals. I eliminate our vulnerabilities and exploit those of others. Cool. Mir fällt gerade was auf. Habt ihr gesehen, die Antwort ist dann verschwunden. Das gefällt mir. Warum gefällt mir das? Weil ich kenne das bei anderen Dialogoptionen, ihr wahrscheinlich auch, wo dann einfach die gewählte, bereits genutzte Dialogoption nur ausgegraut ist und man trotzdem blöderweise nochmal draufklickt. Oder teilweise gar nicht ausgegraut wird, sondern einfach noch da stehen bleibt und man fünfmal auf das gleiche klickt. So. Warum bin ich an Bord? Erzählt mir von der Person dieses Schiff. Ihr sagt, ich gehöre zu den Erben der Freihändlerin. Es gibt also noch andere. Stimmt. Mehrzahl. Okay. Das ist wieder ausgegraut. Hä? Inkonsistent. Inkonsistent. Ich nehme an, ihr habt, hattet ein Anliegen, als ihr beschlossen habt. Nee, Moment, das ist was anderes. Die Tante. I would rather not discuss the Lord Captain behind her back. Especially not on board a ship. No one knows better than I that whispers are wont to attract particularly close attention. suffice it to say that her ladyship is the bearer of the sacred warrant of trade and a woman of immense power and entitlement. However privileged your position may be, I ask that you do not incur her anger by being disrespectful or obtuse. Lady Theodora despises both qualities. Okay. Ja, hier ist das ist der Handelsbrief. Ein Relikt, das die herausragenden Rechte eines Freihändlers in der gesamten Galaxie belegt. Damit kann ich machen, was ich will. Theoretisch. Unter bestimmten Einschränkungen, wie zum Beispiel Verrat, Heresie und so weiter und so fort. Weshalb wurde ich hergebracht? So that you may fulfill your blood duty. Whatever obligations you had before, they are henceforth null and void. By order of the Lord Captain, you have been requisitioned to serve the rogue trader, indeed blessed by the God Emperor. I see that you are shocked. Yes, you understood correctly. Lady Theodora's authority indeed supersedes that of those whom you obeyed before. The Lord Captain's power is so great that she is capable of performing unthinkable feats, such as changing the fate of a servant of the Imperium. Your fate. Komisch, jetzt sind die anderen wieder verschwunden. Kann es sein, dass nur die Antworten verschwinden, die wichtig sind und die so informativ sind, nicht? Das Imperium. Als sie schon in das Solaris Imperium der Menschheit wird von einem lebendigen Gott, der nicht ganz, der als Imperator der Menschheit bekannt ist, regiert. Nein, nicht ganz. Das ist eine Leiche. Ich nehme an, ihr hattet ein Anliegen, als ihr beschlossen habt, mich aufzusuchen. Reden wir darüber. But of course, I have come to invite you to a meeting with Lady Theodora. I imagine you have many questions.
questions for your patroness, and I'm sure she has just as many questions for you. It is regrettable that you haven't yet had an opportunity to speak. It has been an arduous voyage thus far. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woher ich gekommen bin. The Lord's Captain and Master Edelthrad von Valencius are conversing on the observation platform. Let us join them there. Okay. Freihändlerin Theodora von Wilbes und Hilfe, die kürzliche Tagebuch. Ja. Danke. Also, ich habe ein Tagebuch. Ich weiß nicht, wie ich es öffne. Da stand keine Tastenkürzel. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Wir finden es heraus. Will die Person persönlich treffen, die kürzlich an Bord ihres Flaggschiffes gebracht wurde? Okay. Ein Sturm zieht sich über die Dynastie zusammen. Etwas Wichtiges mit ihm sprechen. Okay. Meister ist geflüstert. Großzügig angeboten. Die Erben. Okay. Gerüchte. Gibt's gerade nicht. Verräter! Gibt's gerade nicht. Quests. Okay, was haben wir denn hier noch? Inventar. Wir klicken uns mal durch. Ich besitze nichts. Handel sind wir bei 55 aktuell. Waffen. Was haben wir denn als Waffe mit? Haben wir überhaupt eine Waffe? Was haben wir denn da? Ein Stummelrevolver. Na süß. 7 bis 11 Schaden. Rüstungsdurchdringung 15%. Zusätzliche Trefferchance 15%. Feuergeschwindigkeit 1. Rückstoß 15. Reichweite 6 Felder. Maximalmunition 6 Schuss. Okay. Das war's. Mehr habe ich nicht. Sehr gut. Mein Charakter. Das bin ich. Ah, hier. Das habe ich nämlich schon kennengelernt. Also das habe ich in dem Video gesehen. Also. Wir befinden uns aktuell theoretisch dort. Bei null. Wir können gucken, ob wir ein Dogmatiker werden. Das ist ja wirklich hier. Dogmatiker. Der Glaube an die Heiligkeit, die Unfehlbarkeit des Gesetzes des Imperiums, die Befolgung der Gebote des Imperators und der heiligen Auserkorenen, die seinen Willen gegenüber den unwissenden und widerspenstigen Massen durchsetzen. Uneingeschränkter Hass auf die Gegner der Menschheit, seien es Verräter, Ketzer, Xenos oder Diener des Chaos. Naja. Ich finde es übrigens witzig, dass, wenn das die Mitte ist, der Puritaner, das ist der Einzige, der das ist, aber der Ikonoklast und der Heretiker beides in die Fanatiker-Richtung gehen. Was übrigens halbwegs richtig ist. Der Glaube an den Wert des menschlichen Lebens und die Freiheit. Und der Freiheit, okay. Der Glaube an die Kraft des guten Willens, der in der Lage ist, die Schrecken und die Gefahren des Universums zu überwinden, ohne dass künstliche Verbote nötig sind. Der Wunsch nach Gemeinsamkeiten und Kompromissen zu suchen, anstatt kompromisslos zu zerstören. Oder Hingabe an die Verderbnissen, an den Makel des Warps, durch völlige Unterwerfung unter den niedersten und dunkelsten Trieben der Seele, durch ständige Anbetung der uralten Götter des Immateriums. Nein, das ist Chaos, das ist die komplette Gegenseite und das ist da mittendrin. Ein Fanatiker ist dann quasi radikal, ist dann bereit, die Grenzen des Erlaubten zu überschreiten, wenn es darum geht, Werkzeuge und Mittel zur Erreichung ihrer Ziele zu finden. Sie verwenden oft Xenos-Waffen und sogar Schöpfungen des Chaos für ihre Zwecke. Also, Puritaner, Radikale wäre da eigentlich eher das richtige Wort. So, das gibt es auch bei innerhalb der Inquisition, da gibt es die Puritaner und die Radikalen. Die Puritaner sagen, 1:1, was im Buch des Imperiums steht, wird so befolgt und alles andere ist fui bebe. Und die Radikalen sind eher solche, die sagen, das Ergebnis zählt. Und wenn ich dafür mit einem Chaos-Dämon, der in einem menschlichen Körper gefangen ist, nutzen muss, der Zweck heiligt die Mittel. So,
Und ich glaube eher, wir gehen wahrscheinlich eher in die Richtung, der Zweck heiligt die Mittel, das ist der da. Wir gehen aber nicht in Richtung des Fanatikers. Also ich würde eher in die Richtung gehen. Wir werden kein Puritaner werden. Ich würde wirklich so hier... Steht da auch irgendwas dabei? Jünger. Wenn einer Überzeugung Tari erreicht, wird er zum Hauptfokus des Charakters. Wenn das passiert, können die anderen beiden Überzeugungs... eins. Okay, der Glaube an die Werte der Menschlichkeit, Lebens und Freiheit. Genau. Also ich will mich hier durcharbeiten. Eigenschaften. Das sind die Eigenschaften, die wir haben. Das sind die Talente, die wir haben. Okay. Doktrin. Genau, das ist der Offizier, den wir gewählt haben. Dann können wir hier noch so durchklickern. Dann kommt da das und das. Genau, jetzt haben wir bloß noch die zwei, die wir wählen können. Und Vorbild. Ruf. Wir haben nirgendwo Ruf. Biografien. Hier hat sich auch noch nichts geändert, weil hier, wir haben noch nichts gemacht. Und hier hat sich noch nichts getan. Das ist das Tagebuch. Das ist die Karte. Das ist Corpus Valanchius. Ach, das Tutorial, das Wörterbuch, was das Amasek und so weiter und so fort. Okay. Frachtverwaltung. Das ist unser Schiff. Okay, Cargo, Frachtliste, nix. Okay. Dann kann man hier wahrscheinlich gucken, was man da anbauen kann an das Schiff. Okay. Haben wir. I always keep my options open. Ah, so. Mittlere Maustaste. So, das hier ist quasi an Bord des Schiffes. Sektor A38. Ich kann den Winkel kann ich nicht ändern. Aber irgendwas wird hier gerade wahrscheinlich abgehalten. Eine Parade oder sowas? Ja, weil so viele Leute hier unten stehen. Always keep your eye on the price. Ah. Mit einigen Objekten im Spiel kann man auf besondere Weise interagieren. Sie sind mit bestimmten Symbolen gekennzeichnet. Einige Symbole ermöglichen jetzt die Objekte zu untersuchen. Andere versetzen den Charakter an benachbarte Orte oder lösen ein kleines Ereignis aus. Okay, also wenn ein benachbarter Ort heißt, ist es eine Tür. Das ist eine Info und das löst irgendein Ereignis aus. Klicke mit der linken Maustaste weiter. Halte Tab gedrückt, um Objekte zu markieren, mit denen der Charakter interagieren kann. Okay. Ah. So, was steht hier? Großer Konferenztisch, offensichtlich aus echtem Holz. Echtes Holz ist, Is there money to be made? So, aber hier war ja irgendwas, ne? Das löst was aus. Einiger Mechanismus wurde ohne angemessene Erbietung bedient. Die Dauer des Daten. Ah, Verarbeitungszyklus hat sich verdreifacht. Okay, und da? Ja, ja, ohne Erbietung. Okay, Moment. Hätte ich vorher bieten sollen? Kann ich mit denen quatschen? Ruhm dem Omnisaya, Gewehre des Wissens. Okay, Gewehre des Wissens. Ah, da. Ah, der Text wird in der Oma eingeblendet. Okay. Auf einem großen Bildschirm oder den Kogitator, so heißt der Computer, werden unverständliche Informationen angezeigt. Du erkennst Referenzen. Okay. Also das ist ein Kogitator. Alles, was so digitale Sachen angeht, heißt hier Kogitator. Deswegen heißen die auch gerne Cox. Also mit G wie Kogitator. Haben wir hier irgendwas mit was veragiert? Also wir können mit denen quatschen, aber da wird nicht viel passieren, glaube ich, ne? Wenn noch einmal den Kopf rausstreckt, gebe ich euch den Tech-Priester zurück. Okay. Ja. Technomat. Rein, die sich. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Nö.
Und kann das nicht dauerhaft so bleiben? Das ist ein Besatzungsoffizier. Wer bist du? Ein adliger Gast? Ein Offizier kürzlich wieder Offizier. Okay. Interessant. Die betet hier rum. Was bist du? Ein von Kerzen erhaltener Altar. Von Kerzen erhältener Altar. Mit einem Exemplar von Band 2348 der Lex Imperia. Dem Kodex des Heiligen Gesetzes des Imperiums. Okay. Aber wir müssen wohl hier hin. Da, zu ihm. Hallo, Spiel? Bist du abgestürzt? Irgendwas passiert hier. Ach, speichern. Spiel speichert automatisch. Okay. One of the Von Valencius Trophy Rooms. Perhaps you would like to take a look around after your audience with the Lord Captain. Also, ich glaube Tarantula-Geschütz. Das ist ein Demon Rust Kampfpanzer. What's happening? Das sind Servitoren. Also, um in der grausamen Dunkelheit der Ferne in Zukunft zu überleben, musst du dich Gegnern aller Art stellen und uns überleben kämpfen. Was? Ich kann hier keine Diplomatie anwenden, ich muss kämpfen. Wie frech. Diese Tipps und Tutorials machen dich mit dem Kampfsystem von 40.000 Rogue-Trader vertraut. Klick hier auf die Schaltfläche. Ja. So. Also, wir gucken erstmal um. Also, das ist ein Servitor. Was das ist, da kümmern wir uns später drum. Hier gibt es einige Sachen zum Anklicken. Das bin ich. Das ist der einzige Gegner. Gibt es hier noch andere Gegner? Nein. Ja, dann sag ich mal Kampf beginnen. Der erste Besatzungsmitglied schießt. Richtet 4 Schaden an. Der zweite kriegt auf die Fresse. Der erste kriegt auf die Fresse. Gut. Alle Kämpfe im Spiel sind rundenbasierend und finden auf einem Raster statt. In seiner Runde kann sich ein Charakter bewegen, angreifen und seine Fähigkeiten einsetzen. Wähle ein Feld innerhalb des markierten Bereiches und bewege deinen Charakter per Doppelklick dorthin. Okay. Bewegungspunkte. Das ist vermutlich diese Anzeige da. Bestimme, wie weit sich ein Charakter in seinem Zug bewegen kann. Ein BP entspricht einem Feld auf dem Schlachtfeld. Diagonale Bewegungen benötigen mehr Bewegungspunkte. Jedes zweite diagonale Feld verbraucht 2 Bewegungspunkte. Zu Beginn der Runde werden die Bewegungspunkte auf den Maximalwert zurückgesetzt. Okay, also, das bin ich. Wenn ich jetzt diagonal gehe, verbrauche ich einen Bewegungspunkt. Wenn ich zweimal diagonal gehe, verbrauche ich 3, weil plus 2 für das zweite diagonale Feld. Okay. Das wären alle 6 Punkte. Da könnte ich halbe Deckung, da habe ich volle Deckung. 4, 5, 4. Soll ich irgendwo hinlaufen? Nö, ne? Ja, warte mal, gehen wir mal nach da. Geh nach da. Let's make some opportunities. Aktionspunkte. Um Angriffe auszuführen und Fähigkeiten im Kampf einzusetzen, muss dein Charakter Aktionspunkte, AP, ausgeben. Die Gesamtzahl wird auf dem Panel wahrscheinlich die 4 am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Jeder Angriff und jede Fähigkeit hat einen bestimmten AP-Wert. Die Anzahl der Kästchen neben dem Symbol von Angriff und andere Fähigkeiten zeigt die AP-Kosten an.
Zu Beginn des Zuges jedes Charakters werden die AP wieder auf maximal weggesetzt. Zum Angreifen wählst du das Einzelschuss-Symbol. Das ist das da. Waffenfeld. Aus, bewege die Mauszeiger auf den Feind. Du zeigt dir an, wie hoch die Chancen sind. Bla bla bla. Höhere Schadenrate verursachen hängt von den Parametern der Waffe ab. Ja. Fähigkeiten. Bestimmte Fähigkeiten im Spiel angriffen können nur zweimal pro Zug. Okay, sagen wir mal. Also, ich soll jetzt. Drücke jetzt mal die 1. Dann würde ich auf den schießen. Also. Was machst du nochmal? Bereit machen zum Einschlag. Offiziere der Flotte der Verbündeten. Nee. Verbündeten dazu, sich ein Zeug zu legen. Nein, das können wir also weglassen. Also machen wir einfach nur Feuer. Wenn du weißt, seinen Zug zu beenden. Drücke Space oder hier unten einfach auf Zug beenden. Sagen wir mal, ich lade einmal den da. Hat anscheinend nur für mich geholfen, weil ich keine Verbündeten habe. Der daneben. Ja, wow, er analysiert den Feind. Der ist also nach da gelaufen. Pass auf, dann gehen wir nach da. Nach da. Ja gut, schießen kann der grundsätzlich auf mich. Gehen wir halt nach da. Verfehlt? Hat so eben verfehlt. Um Trefferchancen zu erhöhen, rüste deinen Charakter mit einer guten Waffe aus. Ach, ihr habt mir nur die gegeben. Fähigkeiten und die Eigenschaft Waffenfertigkeiten verbessern, werden die helfen. Ja, aber. Ich nutze das einfach auch mal aus. Kann das nicht auf den, ich kann das auf sie sprechen. Und da bin ich ja schon wieder durch, ne? Der macht doch nur Analyse, das bringt mir doch gar nichts. Another enemy down. Suspiciously poor timing for such an accident. Servitors malfunction on the officer's deck at exactly the same moment when the rogue trader and her heirs are gathered here. I have blocked all passages between the upper and lower sectors of the residential decks. If this is a deliberate attack, it should stop the culprits from advancing their plan. Uh-huh. Aufschwärmen. Niemand darf den Bereich betreten. Alle auf Posten. I'm afraid I must remain here. For Lady Theodora's safety, I have to oversee the execution of these orders personally. I hope you will have no difficulty reaching the observation platform on your own. It is just at the end of this corridor. Ja, ich versuch's. Ja, was jetzt? Spiel steht. Spiel stockt. Ich tu nix. Aha. Mein Rechner ist halt nicht mehr der jüngste. Ihr müsst das verzeihen. Der dauert speichern immer länger. So, mit M kann ich die Karte aufrufen. Das bin ich. Da lang also wahrscheinlich, ne?
Hier sehe ich nicht, wo lang ich gucke. Ja gut, also. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.